Hallöchen! Ich bekomme heute ganz viel Besuch und möchte ein paar Rohkosthäppchen machen und nehme dich dazu mit, weil ich oft gefragt werde, ja, was esse ich denn so? Und heute zeige ich dir das mal, zumindest diese Rohkost-Snacks, wie ich das mache. Genau, die mache ich in deftig und in süß und ich zeige dir jetzt mal, was für Zutaten ich dafür verwende. So, also für die deftigen habe ich hier Pilze, Tomaten, Kresse zum Dekorieren, ein Kohlrabi, Gurke und hier habe ich zwei Aufstriche, die das Ganze dann so ein bisschen aufpeppen werden. Und da macht ihr am besten, nehmt ihr irgendwas, was ihr richtig lecker findet, auch bei dem Obst und Gemüse, immer das nehmen, was dir richtig gut schmeckt. Aber das zeige ich euch gleich, wie das dann so funktioniert. Wie aus dem richtig coole kleine Party-Snacks werden. Und die süße Variante, da habe ich Banane, Apfel und Feigen und wahrscheinlich werde ich das Ganze noch ein bisschen mit Zimt garnieren. So, Dalle. Hier habe ich jetzt mal die Basis. Das sind Gurken mit Schale, Gurken ohne Schale, weil ich einfach weiß, manche Menschen wollen Schale, manche wollen keine. Und Kohlrabi habe ich als Basis sozusagen, als Boden. Ich habe irgendwann mal gemerkt, dass ich alles, was ich früher mit Brot gegessen habe, da habe ich jetzt halt, verwende ich meistens Gurken. Und jetzt kannst du ganz kreativ nach deinem Gutdünken Tomaten, Pilze und den Aufstrich drauf machen, den du magst, und halt ein bisschen Kresse. Und ich zeige euch das jetzt mal so an ein, zwei Stückchen. So, hier die gelben Tomaten sind von einer Freundin aus dem Garten. Und da kannst du jetzt ganz kreativ, wie du das magst, sozusagen die Türmchen bauen. Und so. Und dann mache ich da halt ein bisschen Aufstrich drauf. So. Und von dem anderen. Kannst ganz verschiedene machen. Musst auch nicht jedes Mal alles drauf machen. Jups. Einhändig filmen. Genau, und dann oben als Topping noch so ein bisschen Kresse. Ich weiß gar nicht, ob ich eben Dressing gesagt habe. Ja, aber ich mache das jetzt mal noch so ein bisschen schick fertig und dann zeige ich es dir nochmal. Kleiner Zwischenschritt. Ich habe jetzt erstmal alle hier mit so Aufstrich, dem einen oder dem anderen. Manche habe ich auch schon mit Tomaten und Pilzen belegt. Genau, und jetzt geht's in die finale Phase. So, jetzt ist es fertig angerichtet. Ihr könnt eurer Fantasie wirklich freien Lauf lassen, wie hoch ihr die Türmchen bauen wollt und mit was ihr das belegt, ob ihr von allem drauf macht oder nur mal so hier Pilz und Aufstrich und Gurke. Und weil ich sie da hatte, habe ich in manche hier noch so einen Zahnstocher reingemacht, weil die Türmchen wirklich sehr groß geworden sind. Ja, also lasst eurer Fantasie da freien Lauf und nehmt das Gemüse, was ihr mögt. Gibt ja auch noch Mais und Paprika und was es alles so gibt. Und dann habe ich hier daneben euch nochmal so ein Tellerchen angerichtet. Das könnte zum Beispiel ein Vorspeisenteller sein, wenn ihr ein Mehrgänge-Menü machen wollt. Und da seht ihr auch einfach mal, deswegen habe ich es gemacht, wie die Türmchen so aufgebaut sind. Hier ist so eine Tomate mit Gurke mit Schale, Aufstrich, Pilz, nochmal Aufstrich und Tomate. So als Kleber könnt ihr den Aufstrich dann immer dazwischen packen. Und hier ist so ein bisschen Kresse noch oben drauf. Und ja, wie gesagt, also lasst eurer Fantasie freien Lauf. Ich finde, es sieht sehr, sehr lecker aus und es schmeckt vor allem auch gut. Ja, und es ist einfach mal eine andere Art und Weise, wie ihr auf einem Buffet glänzen könnt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und schreibt gerne mal in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat
oder was ihr noch so für Ideen habt. Und ich freue mich aufs nächste Video. Wir werden uns das jetzt hier schmecken lassen. Halt, stopp, nein! Ich habe dann noch vergessen, euch die Süßen zu zeigen. Das Video ist noch nicht zu Ende. Also, ich habe hier als erstes Äpfel aufgeschnitten. Das sind sehr große. Da wird man nicht so viel von essen. Und hier wollte ich euch mal zeigen, heilige Geometrie in live. Ein 5-Stern in einem aufgeschnittenen Apfel. Genau, und da kommen jetzt die Feigen und Banane drauf, die ich euch gerade gezeigt hatte am Anfang. Und ja, das mache ich jetzt mal. Et voilà, da sind die kleinen Kunstwerke auch schon fertig. Also wie gesagt, hier unten als Basis habt ihr den Apfel. Dann habe ich so Bananen aufgeschnitten in Scheiben und auch die Feige in Scheiben aufgeschnitten. Und eine Feige habe ich in so Viertel, Achtel oder ich weiß nicht mal wie viel ich das verschnitten habe. Und hier auch Apfel als Basis, Bananen, kleine Scheiben geschnitten und dann halbiert. Eine Feigenscheibe und eine Banane oben drauf. Aber da gibt es sicherlich noch unendlich viele Variationsmöglichkeiten. Das ist mir jetzt auf die Schnelle eingefallen. Und ja, das ist ein ganz appetitlicher Nachtischteller. Oder halt als einfach zwischendurch. Und genau, es ist schon fertig, das E-Book, das heißt 5 süße Gelüste. Da habe ich lauter so zuckerfreie, glutenfreie, gesunde, vegane Rezepte für Nachspeisen, für alle Schleckermäulchen, so wie ich es bin. Und ja, das wird es bald geben als Geschenk für dich. Lass dich überraschen. Also, nochmal. Guten Appetit und viel Freude beim Ausprobieren. Schreibt mir mal dazu, was ihr so alles kombiniert habt und wie es euch geschmeckt habt. Dann hier nochmal ein kleiner Schwenker. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.